soweit. Gut, okay, machen wir weiter. Sind ja, liegen ja gut im Rennen. Ja, Felix Fischer erzählt uns heute ein bisschen was. Jeder kennt irgendwie Copy-and-Paste-Fehler. Der Tag war lang. Von Stack Overflow. Da gibt es sicherlich auch einige Memes und viele Jokes dazu im Internet. Die wird wohl jeder gesehen haben. Und es geht natürlich irgendwo darum, gerade solche Sachen zu vermeiden. Davon handelt sein Vortrag. Felix ist um ein paar Ecken ein alter Bekannter. Wir hatten vor 3 Jahren, glaube ich, hier Matt Smith als Keynote-Speaker über Usable Security für Entwickler. Darum geht es auch im Wesentlichen um seinen Vortrag, dem wir mit Spannung entgegenblicken. Okay. Dankeschön. Okay. Also diesen kleinen, bisschen lustigen Survey habe ich dieses Jahr bei mir auf Twitter gefunden und er beschreibt ein sehr populäres Verhaltensmuster, das viele von euch sicherlich recht gut kennen. Also man stößt beim Programmieren auf ein lästiges Problem, der Code läuft nicht und man möchte möglichst wenig Zeit investieren, um das Problem aus dem Weg zu räumen. Also man googelt den Fehler, man endet typischerweise auf Stack Overflow und findet dort eine Lösung für das Problem innerhalb von Sekunden. Und das Schöne ist, dass meistens dann auch so ein schönes Code-Beispiel mit dabei ist und das lässt sich dann ganz einfach in die Software kopieren. So als Usability-Researcher muss ich da so meinen Hut ziehen vor Stack Overflow, weil das ist wirklich unschlagbare User Experience. Also speziell für Entwickler mit Deadlines. Daher auch die extreme Popularität der Website. Weltweit ist die Website gelistet unter den 50 meistbesuchten Webseiten. So als Security Researcher frage ich mich dann jedoch, okay, könnte da möglicherweise sicherheitstechnisch was schieflaufen? Hier zum Beispiel gibt es jemanden auf Stack Overflow, der gerne wissen möchte, wie man Android zu verstehen gibt, dass man ein Server-Zertifikat vertrauen möchte, das Android per Default nicht traut. Und deshalb zum Beispiel, wenn man irgendwie eine TLS-Verbindung aufbauen möchte, das nicht tun kann, schmeißt einen Error. Damals war es noch so, als diese Fragen auf Stack Overflow massenhaft auftauchten, dass das Android-Framework diesen Use Case nicht unterstützt hat. Es war aber ein extrem, ein unheimlich wichtiger Use Case. Also wenn man mal auf Stack Overflow gegangen ist und mal so geschaut hat, wie hoch die View Counts waren für diese Questions, ging das in das 100.000-fache. Also diese Fragen haben ungefähr 1 Million Entwickler irgendwann mal nachgeschlagen. Also ein extrem wichtiger Use Case, der aber nicht vom Framework oder von der Crypto-API abgedeckt wurde. Das lag möglicherweise daran, dass die Crypto-API recht alt war und halt nicht für Smartphones damals entwickelt wurde. So, und daher war man gezwungen, die API selbst zu überschreiben. Und diese Antwort hier ist die populärste gewesen auf Stack Overflow zu dem eben genannten Problem. Was so schön ist an dieser Antwort ist, dass es unheimlich einfach ist, im Code zu übernehmen und es löst auch das genannte Problem, hebelt TLS Security aber komplett aus. Ja, also hier ist es ganz einfach, mit einer Man-in-the-Middle-Attacke den Kommunikationskanal anzugreifen, da keine Server-Verifikation mehr stattfindet. So, und da diese Antwort so extrem, also die Frage so extrem populär war und das die Top-Antwort war, wollten wir natürlich wissen, inwiefern Entwickler diese und andere unsichere Code-Snippets von Stack Overflow tatsächlich im Production-Code übernehmen. So, und in unserem Oakland-Paper 2017 haben wir das mal gemacht und gezeigt, dass von 1,3 Millionen Apps, das war unser Sample damals, von Google Play, knapp 200.000 Apps unsicheren Code von Stack Overflow übernommen haben. Und darunter auch so High-Profile-Apps mit Install-Base von über 5 Milliarden Nutzern, Apps aus security-kritischen Kategorien wie Finance, Banking, Health, Social Media und so weiter. Und in einem weiteren CCS-Paper haben Co-Autoren von uns demonstriert, dass man diese Apps auch tatsächlich angreifen kann, basierend auf dem Stack Overflow Code. Um dann sowas wie Credentials und Kreditkartennummern und andere private Daten
die über einen TLS-Kanal laufen, abzugreifen. Wir haben dann in einem weiteren ICSE-Paper dieses Jahr mal untersucht, wie die sogenannten Content-Indikatoren auf Stack Overflow, wie so Score und View Count von Antworten und so diese User Reputation von denen, die diese Antworten geben, die Sicherheit von den vorgeschlagenen Code-Snippets widerspiegeln bzw. überhaupt berücksichtigen. Das ist natürlich extrem wichtig, weil die Nutzer halt diese Indikatoren verwenden, um für sich irgendwie die beste Antwort möglichst schnell zu finden und dann den Code aus der Antwort zu übernehmen. So, und unglücklicherweise helfen die Indikatoren hier überhaupt nicht. Also unsicherer Content erhält besseres Feedback von der Community auf Stack Overflow mit statistischer Signifikanz. Also von der Sicherheitsperspektive ist es so, dass die Indikatoren auf Stack Overflow in die entgegengesetzte Richtung zeigen, wenn es um Security geht. So, dann haben wir, also nachdem wir das alles publiziert haben, haben wir so von vielen Seiten, auch so aus der Security-Community gehört, okay, die offensichtliche Lösung für das Problem ist, Entwicklern zu raten, Stack Overflow nicht zu nutzen, da es offensichtlich gefährlich ist. Security ist schwer, Security ist hart, also müssen Entwickler auch den harten Weg gehen. Also lieber mal irgendwie ein Buch lesen oder sich dann doch vielleicht an die offizielle Dokumentation halten. Sich Code-Analysis-Tools installieren, die einem dann schon zeigen, wo der Code unsicher ist und dann vielleicht auch so ein paar Fixes anbieten. Oder man verwendet gleich so sogenannte Simplified Cryptographic APIs, die speziell so designt wurden und vereinfacht wurden für Entwickler, die wenig oder keine Expertise haben im Bereich Security. So, und all diese Vorschläge fanden wir natürlich super und haben das auch gleich mal getestet, beziehungsweise Co-Autoren von uns haben das getestet in zwei Oakland-Papern, wie die performen und auch im Vergleich zum Stack Overflow. So, also da wurde eine Entwicklerstudie, also innerhalb einer Entwicklerstudie wurden diese unterschiedlichen Ressourcen und Tools einmal getestet hinsichtlich, inwiefern sie funktionale und sichere Lösungen bringen für unterschiedliche Anwendungen von Crypto-APIs. So, und in der Tat, es war so, dass sie helfen, die Sicherheit der Ergebnisse, die da abgeliefert wurden, oder die Sicherheit der Implementierungen zu verbessern. Aber das große Problem war jedoch, dass viele von den Lösungen nicht funktionieren. So, und was passiert, wenn Entwickler Probleme haben, den Code zum Laufen zu bringen? Sie landen wieder auf Stack Overflow, wo sie dann so vergnüglich wieder nach Code-Snippets shoppen. Also zurück zum Default, zurück zum ursprünglichen Verhalten, wenn etwas nicht funktioniert. So, und jetzt kommen wir in die Verhaltensforschung. Denn dieses Verhalten entspricht einem Zitat von Richard Thaler, dem Gründer der Nudge-Theorie. Nudges haben wir vorhin in den Lightning-Talks kurz gehört. Das kommt aus der Verhaltensforschung. Und es besagt, first, never underestimate the power of inertia, and second, that power can be harnessed. Also die Verhaltensforschung besagt, dass man darf nicht unterschätzen, wie extrem machtvoll das Default-Verhalten von Menschen ist, dass sie davon ungern abweichen und wie extrem schwierig es ist, das Verhalten von außen und auch von sich und auch von außen zu ändern. Man sollte das aber auch gar nicht erst versuchen. Das ist so die grundlegende, das ist die Basis der Nudge-Theorie. Sondern man sollte sich eher das beobachtete Verhalten zunutze machen und dann Menschen dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Dabei sollte man in keinerlei Weise versuchen, das Verhalten einzuschränken oder zu verlangen, dass Menschen ihre ursprünglichen Incentives ändern müssen. Also die ursprünglichen Incentives und freie Wahl muss bestehen bleiben. So, und das klingt jetzt, für uns klang das erstmal so nach dem heiligen Gral für Usable Security, aber wie genau funktioniert das jetzt eigentlich? So, das hier ist ein extrem populäres und einfaches Beispiel für einen Nudge. Kennt ihr, könnte schon sein, dass ihr es auch schon kennt, das ist das sogenannte Healthy Food Nudge. Also es wurde beobachtet, dass Kunden in Supermärkten bevorzugt Artikel kaufen, die sich auf Augenhöhe befinden. Bisherige Ansätze, Menschen im Allgemeinen dazu zu bringen, sich gesünder zu ernähren, hatten sogenannte paternalistische Ansätze, also Guidelines, die einem vorschreiben, was man essen soll und was nicht.
Das war leider genauso erfolglos, wie zum Beispiel Security-Experten versucht haben, Endnutzern vorzuschreiben, wie sie ihre Passwörter wählen sollen. So, und dann hat man sich das beobachtete Verhalten beim Lebensmittelkauf zunutze gemacht und gesunde Lebensmittel so positioniert, dass das Default-Verhalten dazu führt, diese bevorzugt zu kaufen. Sprich Positionierung auf Augenhöhe mit einem sehr erfolgreichen Ergebnis. So, also man hat die Auswahlarchitektur, die Choice-Architecture geändert und nicht versucht, das Verhalten zu ändern. So, und konnte dadurch sehr effektiv Menschen dazu nudgen, eine bessere Entscheidung zu treffen. So, und genau diesen Ansatz haben wir jetzt in unserem Usenix-Paper verfolgt. Also wir machen uns das Default-Verhalten, sprich Code-Shopping auf Stack Overflow, zunutze, um Entwicklern dabei zu helfen, bessere Security-Entscheidungen zu treffen. Okay, aber wie soll das überhaupt möglich sein, basierend auf den vorigen Ergebnissen, ja, also worüber ich gerade gesprochen habe? So, eines der wichtigsten Erkenntnisse unseres Usenix-Papers war, dass für jedes unsichere Code-Snippet auf Stack Overflow gibt es eine Alternative, eine sichere Alternative, die praktisch genau das Gleiche macht. Also man hat, also beide Alternativen, beide Code-Snippets lösen dasselbe Problem, wobei eins sicher ist und das andere nicht. So, das heißt, es ist in der Tat ein Entscheidungsproblem auf Stack Overflow, ähnlich wie beim Food Nudge, ob meine Anwendung hinterher sicher ist oder nicht. Also wir müssen unser Ansatz war dann sozusagen die Auswahlarchitektur auf Stack Overflow dahingehend zu ändern, dass Entwickler weg von unsicheren hin zu sicheren Code-Snippets genudged werden. Recht simpel eigentlich. So, und ohne dabei ihre Auswahlfreiheit zu beschränken, weil das hat vorher nicht so gut funktioniert, oder sie dazu zwingen, dass sie ihre Incentives ändern müssen. Also das heißt, das primäre Ziel, möglichst schnell eine Lösung auf Stack Overflow zu finden, die irgendwie meinen Programmierfehler beseitigt, muss nicht dem Ziel weichen, eine sichere Lösung zu finden. So, und um diese Choice Architecture oder die Nudges auf Stack Overflow implementieren zu können, mussten wir natürlich ein paar technische Probleme lösen. Zum einen mussten wir in der Lage sein, die Ähnlichkeit von Code-Snippets zu bestimmen, deren Use Case, also worum es semantisch geht, und natürlich, ob sie sicher sind oder nicht. Und dazu haben wir uns Deep Learning-Verfahren bemächtigt. Ich erkläre gleich, warum. Zunächst einmal haben wir im ersten Schritt eine Repräsentation gelernt, eine Repräsentation von Crypto-API, Usage Patterns, die wir in den Code-Snippets gefunden haben. Also wie werden Crypto-APIs im Code tatsächlich angewendet? So, und dazu generieren wir natürlich erstmal Code-Graphen aus den Pattern, und was wir dann machen ist, wir betten diese Code-Graphen in einem Vektorraum ein. Das ist sozusagen das Deep Learning-Verfahren, verwenden wir, um aus einem Graphen einen Punkt in einem Vektorraum zu machen. So, und diese Punkte oder sogenannten Embeddings werden so gelernt, dass ähnliche Crypto-API-Patterns sehr nahe, also zusammengeführt werden, und unterschiedliche Patterns weit auseinander im Raum liegen, also getrennt werden. So, und dadurch erhalten wir ein Similarity Model, was die Ähnlichkeit von Code bestimmen kann. So, und dieses Verfahren hat uns erlaubt, ein Problem zu lösen, was ziemlich spezifisch ist für Stack Overflow. Und zwar die meisten Code-Snippets, die man dort findet, sind nicht fehlerfrei. Ja? Sprich, man kann sie nicht vollständig kompilieren oder nicht fehlerfrei kompilieren. So, das heißt auch, dass in Abhängigkeit von der Vollständigkeit des Codes können wir unterschiedliche Graphen haben für dasselbe Pattern. So, und das neuronale Netz kann diese Fehler aber korrigieren zu einem gewissen Grad, indem es diese Embeddings unterschiedlicher Graphen desselben Patterns im Raum näher zusammenschiebt. Also wenn man jetzt sich hier zum Beispiel das Pattern A anschaut und das hellblaue ist jetzt, der hellblaue Graph ist sozusagen das, die korrekte Graphendarstellung, das dunkelblaue ist die inkorrekte oder die leicht inkorrekte desselben Patterns, sieht man auf der rechten Seite im Vektorraum, dass das neuronale Netz die beiden Embeddings aber trotzdem ziemlich nah positioniert im Raum. Unterschiedliche Patterns werden aber dann weit auseinander geschoben. So, und im zweiten Schritt wollten wir die Use Cases von Code Snippets bestimmen. Und dazu machen wir uns jetzt zunutze, dass wir schon ein bereits trainiertes Netz haben, was die Ähnlichkeit von Code bestimmen kann.
da dieses Wissen nämlich sehr hilfreich ist für die Klassifizierung von Use Cases. Genau, dieses Wissen transferieren wir einfach durch Wiederverwendung des Similarity-Netzes. Also wir lernen auf, on top des Similarity-Netzes die Use Cases von kurzem Netz. Also das kann man dann hier links sehen, also aus dem Similarity, in dem mittleren Vektorraum sieht man sozusagen das Similarity-Model und auf der rechten Seite das Use-Case-Model und das schiebt halt sozusagen die Punkte wieder näher zusammen, die zu denselben Use-Case gehören. Also die blauen Paare werden sozusagen näher zusammengeschoben, weil sie einen TLS-Use-Case haben und der rote Cluster, der Cypher-Cluster, ist weiter weg vom TLS-Use-Case. So, und genau das gleiche Transfer-Learning-Verfahren verwenden wir auch zum Trainieren des Modells zur Bestimmung der Sicherheit. Diesmal aus der Similarity-Domain in die Security-Domain. Also man weiß ja, man kann die Ähnlichkeit von Code, ist ziemlich hilfreich, um Schwachstellen zu finden, hat aber auch seine Nachteile. Wir bauen halt hier sozusagen on top of der Similarity-Eigenschaft neuronales Netz, was sich die Ähnlichkeitseigenschaften sozusagen ausnutzt, aber die Nachteile dann noch ausbügelt. Okay, hier auf der linken Seite haben wir jetzt das Ergebnis von unserem Similarity-Model, also bezüglich der Ähnlichkeit der Code-Snippets. Und die Punkte zeigen hier alle Crypto-API-Patterns, die wir auf Stack Overflow gefunden haben. Und also die Farbe gibt hier die Use-Cases an, die Use-Cases der Patterns, zum Beispiel Initialisieren eines Ciphers, TLS-Generierung von Schlüsseln und so weiter. So, und auf der linken Seite kann man jetzt sehen, dass das Similarity-Model schon automatisch dichte Cluster für einige Use-Cases erstellt, also zum Beispiel in Blau und Grün und Orange, für andere jedoch nicht. So, und auf der rechten Seite sehen wir die Ergebnisse des Use-Case-Models, und man sieht, dass das Use-Case-Model das korrigiert. Also dort haben wir dann dichte Cluster für alle Use-Cases. So, hier in der Mitte sehen wir nochmal die Ergebnisse von dem Similarity-Model, aber hier haben wir die Punkte jetzt sozusagen oder die Embeddings in der Farbe der Sicherheit des Patterns dargestellt, also rot unsicher. So, und in diesem kleinen Cluster hier unten links, den habe ich mir mal rausgepickt, weil der ganz gut illustriert, dass unsere initiale Idee, Entwickler von unsicheren zu ähnlichen, aber sicheren Code-Snippets zu nudgen, tatsächlich auch technisch machbar ist. Also man sieht hier in dem Similarity-Cluster auch eine Security-Boundary, die unsichere von sicheren Patterns trennt. So, und unsichere Code-Snippets, die nah an dieser Grenze liegen, haben also eine sichere und sehr ähnliche Alternative aus der Kurve. So, hier haben wir uns ein Beispiel, einmal ein sehr gutes Beispiel dafür ausgepickt. Auf der linken Seite sieht man die Security Warning, die wir für ein unsicheres Pattern auf Stack Overflow zeigen. Und unterhalb der Warning sieht man eine Liste von Recommendations, das sind andere Stack Overflow Posts, die eine sichere Alternative hier anbieten. So, diese Liste haben wir sortiert, basiert auf Similarity und Use Cases. Dabei haben wir jetzt sozusagen die trainierten Modelle verwendet, die ich gerade vorgestellt habe. So, wenn man jetzt auf den obersten Link unten klickt, endet man auf dem Stack Overflow Post auf der rechten Seite, auf dem sicheren Post. Und man kann halt sehen, dass es quasi derselbe Code ist, der sich eigentlich nur in dem Code Statement unterscheidet, der vorher das Code Snippet unsicher gemacht hat. So, sprich, hier kann der Entwickler einfach das rechte Code Snippet nehmen und es ist fein raus. Nichtsdestotrotz müssen wir erwarten, dass manche User die Warning und die Recommendations einfach komplett ignorieren. Also es kann passieren, dass sich Entwickler weiterhin für das unsichere Code-Snippet entscheiden. So, und immer dann, wenn wir in der Lage sind, dieses Verhalten irgendwie zu erkennen, zum Beispiel durch ein Copy-Event von unsicherem Code, triggern wir einen Reminder-Nudge. Dieser lenkt dann nochmal die Aufmerksamkeit ein weiteres Mal auf die Warning und die Recommendations, um den Nutzer sozusagen noch eine letzte Chance zu geben. So, und jetzt haben wir alles zusammen. Also wir haben die trainierten Modelle und wir haben die Nudges auf Stack Overflow und jetzt wollten wir wissen, funktioniert das eigentlich?
Und dazu haben wir wieder eine Entwicklerstudie gemacht und die Teilnehmer dazu in zwei Gruppen eingeteilt, wobei eine Gruppe war das Nudge-Treatment, also die haben sozusagen, die durften Stack Overflow als Hilfe verwenden mit den Nudges. Die andere war die Kontrollgruppe, die halt einfach nur das normale, das reguläre Stack Overflow verwendet haben. Beide Gruppen mussten Programmieraufgaben lösen, zum einen Symmetric Encryption, zum anderen Certificate Verification. Und wir hatten zwei Metriken zum Bewerten der abgeschickten Lösungen und zum Testen unserer Hypothesen. So, zum einen Functional Correctness, also tut der Code auch das, was er tun soll, und zum anderen Security natürlich. So, und für uns war es ganz extrem wichtig, dass die Nudges auf Stack Overflow keinen negativen Effekt auf die Funktionalität der Lösung haben. Und daran konnten wir nämlich messen, dass das Nudging auf Stack Overflow in keiner Weise die bisherige User Experience von Stack Overflow stört. Das wäre natürlich fatal für unseren Ansatz, da wir dadurch die Nutzer von Stack Overflow verjagen würden und dadurch unseren Ansatz eigentlich zunichte machen. Aber siehe da, unsere Nudges hatten tatsächlich keinen signifikanten negativen Effekt auf die Funktionalität der Lösung. Also das heißt, beide Gruppen, Nudged und Control, lieferten ein sehr hohes Level an korrekt funktionierenden Lösungen. Das heißt, es macht hierbei also keinen Unterschied, ob man genudged wurde oder nicht. Stack Overflow bleibt ein sehr effektives und effizientes Mittel, um Programmieraufgaben schnell zu lösen. So, wenn wir jetzt noch sichere Lösungen on top bekommen, haben wir im Prinzip das erreicht, was die Nudge-Theorie uns versprochen hat. Und tatsächlich, das Nudge-Treatment hat signifikant mehrere sichere Lösungen erzielt als die Kontrollgruppe. So, und interessanterweise hatten dabei Eigenschaften wie Security, Expertise oder ob die Teilnehmer professionelle Entwickler waren oder nicht, keinen Effekt auf die Sicherheit gehabt. So, also einzig allein die Nudges machten hier den Unterschied zwischen beiden Gruppen. Okay, jetzt wollten wir unbedingt schauen, was während der Studie eigentlich da passiert ist und welche Nudges auf die Teilnehmer wie gewirkt haben. Dazu haben wir uns die Copy and Paste History der Teilnehmer mal ein bisschen genauer angeschaut. Sie zeigt, welcher Code von den Teilnehmern von Stack Overflow in das Clipboard kopiert wurde und welcher Code dann final sozusagen vom Clipboard in die Lösung gepastet wurde. Und um zu schauen, wie die Security Warnings, die ich vorhin gezeigt habe, auf Stack Overflow, wie effektiv sie sind, haben wir uns erstmal angeschaut, wie viele unsichere Copy-Events es gab. So. Und wir sehen halt immer, es gibt immer noch so ein paar, 27% des kopierten Codes war tatsächlich immer noch unsicher. Das spiegelt so ein bisschen ein bereits bekanntes Ergebnis aus der Usable Security Research wider, und zwar Security Warnings sind halt einfach nicht ausreichend. Auf der anderen Seite hatten wir doch null unsichere Pastes vom Clipboard in die Lösung am Ende. So, die Schlussfolgerung war, dass die unsicheren Code-Snippets, die zunächst einmal kopiert wurden, wieder gefallen gelassen wurden aufgrund des Reminder-Nudges. Also das Reminder-Nudge wurde nämlich angezeigt, wenn unsicherer Code kopiert wurde, und die Teilnehmer haben sich dann sozusagen umentschieden und sich für die vorgeschlagene sichere Alternative entschieden. So, und ein ganz besonderes, interessantes Ergebnis der Studie haben wir bei den Lösungen für die Implementierung von Serververifizierung beobachtet. So, als kleine Erinnerung, zu Beginn des Talks habe ich über das Problem kurz gesprochen. Wir haben mit dem Oakland Paper gezeigt, dass 91% der unsicheren Code-Snippets, die von Stack Overflow in Apps von Google Play übernommen wurden, diesen Use Case implementiert haben. 91% davon waren unsicher. Basierend auf diesen Code-Snippets konnten Fahl und sein Team private Daten abgreifen und wir konnten nur 0,2% der kopierten Snippets feststellen, dass 0,2% der kopierten Snippets eine sichere Implementierung für diesen Use Case hat. So, in der Studie jedoch war es so, dass die Nudges auf Stack Overflow dieses Finding quasi umdrehen konnten. Also hier übernahmen die Teilnehmer des Nudge-Treatments
77% sichere Lösung und hatten im Endeffekt dann auch 77% sichere Lösung abgeschickt. Wobei die Kontrollgruppe wieder 67% unsichere Lösung hatte, also ähnlich wie beim Oakland Paper. So, und das war für uns sehr erfreulich, weil gerade dieser Use Case auch der schwierigste war. Und es gab über 1000 unsichere Beispiele dazu auf Stack Overflow und nur 50 bis 60 sichere Codesnippets dafür. So, das heißt, dass die Nudges im Endeffekt doch dazu beigetragen haben, dass die Teilnehmer sich für diese 60 sicheren, für eins der 60 sicheren Snippets entschieden hat, anstatt der 1000 unsicheren Snippets. Okay, und damit bin ich auch schon durch und habe jetzt noch 4 Minuten für Fragen, wenn ich das richtig sehe. Danke für den Vortrag mal aus einer ganz anderen Perspektive. Wie geht es denn jetzt weiter mit den Ergebnissen? Hat sich Stack Overflow schon gemeldet? Und also mich würde das sehr interessieren, das irgendwie quasi in die Breite zu kriegen, solche Erkenntnisse. Ja, uns auch. Also es gibt ich glaube vor ein paar Monaten hat Stack Overflow angeboten, ein Partnership-Programm angeboten mit der Academia. Also da kann man sozusagen so unterschiedliche Design-Tweaks auf der Webseite testen lassen, also auf der echten Stack Overflow-Seite testen lassen, mit echten Stack Overflow-Usern, also nicht in so einer kleinen Study, wie wir das jetzt gemacht haben. Und darum bewerben wir uns jetzt gerade. Also da wäre es halt schon cool, wenn wir da reinkommen, weil dann könnten wir mit dem Design-Team von Stack Overflow an diesen Design-Tweaks arbeiten. Das wären dann sozusagen unsere Nudges und überlegen so, welche vielversprechende Kandidaten wären und könnten dann halt auch große Listen an Kandidaten testen. Das ist sozusagen momentan unser nächster Schritt. Da würden wir gerne reinkommen. Aber ja, klar, da bin ich ganz bei dir. Also wir wollen das natürlich, es wäre natürlich extrem schön, da so ein bisschen Impact zu sehen. Ja, mich würde interessieren, ob ihr vielleicht schon daran gedacht habt, die Nudges ein bisschen zwingender zu machen, also vielleicht die unsicheren Antworten einfach mal nicht kopierbar zu machen, sodass man entweder faul ist und doch was Sicheres nimmt oder es halt abtippt, wenn man wirklich nichts von den anderen Lösungen hält? Ja, klar, also da gibt es natürlich eine gigantische Anzahl an möglichen Nudges, die man ausprobieren kann. Jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, wir verbieten jetzt die Copy-Funktion für unsicheren Code, kann man auch machen, aber das widerspricht halt schon so ein bisschen der Nudge-Theorie. Also das wäre ein sehr invasiver Eingriff. So ein paternalistischer Eingriff, du darfst das nicht tun. Nichtsdestotrotz, klar, kann man das natürlich auch testen, aber dazu brauchen wir sowas wie dieses Partnership-Programm mit Stack Overflow. Klar, aber da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Also man könnte natürlich auch sagen, dass man einen Nudge implementiert, dass wenn jemand irgendwas posten will auf Stack Overflow, dann schon gleich sagt, okay, das ist unsicher, das lassen wir dich jetzt nicht posten. Dann kannst du natürlich überlegen, okay, wenn jetzt so ein Deep Learning-Verfahren dahinter steckt und du sozusagen Feedback von der API kriegen kannst, ob ein Snippet sicher ist oder nicht, hast du halt vielleicht ein Problem mit Adversarial Attacks. Ja, also es gibt eine riesige Liste an Nudges, muss man leider alle testen und dann sich für das Beste entscheiden. Jetzt wurden über Jahre diese Antworten schon kopiert. Gibt es Bestrebungen, die aus bestehendem Code wieder herauszufiltern? Weil ihr wisst ja schon die Antworten. Und dass sie womöglich unsicher sind? Ja, also als damals das Paper dazu rauskam, wurden schon halt alle Entwickler, die dieses Codesnippet übernommen haben, haben wir halt schon kontaktiert und denen das gesagt, viele haben es auch rausgenommen. Was es sonst so für Bestrebungen gibt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also eine wichtige Sache ist, dass Google die API geändert hat. Also es ist jetzt nicht mehr notwendig, die API jetzt für dieses TLS-Snippet zu überschreiben, sondern du kannst einfach per Konfigurationsfall festlegen, welchen Zertifikaten vertraut werden und welchen nicht. Also dieser Case, den ich ganz am Anfang gezeigt habe,
hat im Endeffekt dazu geführt, dass Android die API geändert hat. Also das ist schon eine ziemlich coole Sache, dass man halt so durch ein bisschen Googlen auf Stack Overflow sehen kann, okay, Entwickler haben hier ein Problem mit Krypto-APIs, da dieser Use Case wird nicht unterstützt, führt zu massenhaft Vulnerabilities, dann sollten wir doch vielleicht mal irgendwie die API ändern. Also man kann Stack Overflow halt schon als ziemlich coole Quelle nehmen, um so API-Design abzuändern. Okay, danke Felix Fischer von der TU München.